Hallo Leute, da bin ich mal wieder, euer Rainer. Ich habe mir mal überlegt, ich mache mal ein Video von Agrarsimulator 2013. Ja, da haben wir unseren Trecker und unsere Schweine. Und Pferde haben wir auch schon. Ja, also ich würde ja mal sagen, ich fange folgendermaßen an. Ich kaufe mir erstmal einen vernünftigen Trecker. So. Jetzt fangen wir mal an. So, der ist mir aber ein bisschen zu klein. Also nehme ich den. Ja, der passt. Na, nehmen wir den. Ja, nee, nehmen wir mal. Ist auch nicht allzu teuer. Mal den nehmen. Oh, nee, der ist ein bisschen klein. Den, der ist schon okay. So, den kaufen wir uns erstmal. So, dann kaufen wir uns mal noch eine Erweiterung. Und zwar den Stroh, sag mal schnell, den Sammelwagen für unser Stroh oder für unser Gras, was wir gleich mähen werden. Dann nehmen wir noch hier ein Mähwerk mit dazu, weil wir müssen ja auch Gras mähen, damit wir die Tiere auch füttern können. So, deswegen mal erstmal den alten Humpen hier wegfahren. Einen Moment. Mal weg da, Huhn. Ja. So. Stecken wir mal da aus. Einen Moment, ich muss mal mein Lenkrad hier mal wieder ein bisschen rübernehmen. Moment, ist ein bisschen laut jetzt. Okay, Moment bitte. So. Ja. Nee, so. Genau. Ja, festschrauben wollte ich auch noch. Genau. So. Okay. Jetzt werden wir schnell mal ein bisschen Gras mähen. Ja, das wäre ja nicht mal so verkehrt, wenn man ein bisschen mehr Geld hätte, um sich mal die Maschinen, die man für den Anfang erstmal braucht, kaufen zu können. Also die modernen jetzt. Also wenn man jetzt mehr auf das historische Maschinen steht, dann kann man natürlich den ganzen Hof hier mit historischen Maschinen. Na nur Huhn. Hab ich die überfahren? Ne, da rennt es ja noch. Okay. Mit historischen Maschinen bearbeiten. Warte mal. Ja, logisch. Das wäre mal logischer, wenn wir nicht übereinander fahren. Das gibt Mecker mit der Frau. Damit wir da alles neu machen muss. So. Warte mal. Stopp, stopp. So. Aussteigen. Genau. Oh, oh, oh. Ja, ich muss mal mein Lenkrad. Ich muss da wieder mal Strom drauf geben. Das rennt, sonst geht das Lenkrad nicht zurück. Okay. Jetzt hängen wir erstmal den Kollegen hier an. So, da ist der auch dran. Dann steigen wir wieder ein. Aber ich muss ja sagen, grafikmäßig ist das absolut der Hammer. Da gibt es nichts zu sagen. Und das Gameplay finde ich auch einwandfrei. Also ist jedenfalls besser. Ja. Manche sagen, die Konkurrenz ist ein bisschen ist besser, ja, aber hallo, der 2013er bin ich der Meinung, ist einfach nur ein Patch. Das ist eine Erweiterung. Da wurde nicht viel gemacht, ja. Da wurden ein paar Mods von den Moddern übernommen. Ja. Im Grunde genommen ist das Spiel gleich geblieben. Und wenn man sich jetzt, sage ich mal, Agrarsimulator 2013 und 2012 anguckt, das ist ein Quantensprung, sage ich mal ganz ehrlich. Also, das ist Wahnsinn, ja. Muss ich ehrlich mal so sagen. Wie gesagt, in 2013 Landwirtschaftssimulator, den habe ich auch, wie gesagt, gar keine Frage, aber wie gesagt, das ist für mich bloß eine Erweiterung oder eine Verbesserung. Mehr ist es nicht. Also, da hat sich nichts verändert. An die Map hat sich großartig nicht viel verändert. Es sind ein paar Fruchtsorten dazugekommen, okay. Aber wie gesagt, ansonsten ist das Spiel komplett gleich geblieben. Die paar Maschinen da, naja, meine Güte. Wie gesagt, von den Modern her. Und hier ist richtig was passiert in diesem Spiel hier, ja. Bei Agrarsimulator 2013. So, nun wollen wir mal gucken. Jetzt wollen wir erstmal anhalten. Wir wollen ja erstmal ein bisschen was zum Futter machen für unsere Tiere. So, aktivieren wir. Da, so, jetzt müsste das losgehen hier. Nee, das geht gar nicht los. Was ist los? Was ist los?
Habe ich dort vergessen? An ist er doch. Er ist doch an. Na, wir fahren mal los. Wir gucken mal. Nimmt er das auf? Den nimmt, ja, gut. Der nimmt das auf. So. Dann wollen wir mal ein bisschen Gras machen. Allerdings, was ich hier so ein klein bisschen vermisse, ist, dass der so ein automatischer Strohballensammler hier mit bei ist. Oder Heuballen, je nachdem. Aber wenn man hier mit der großen Strohpresse oder Heupresse langfährt, die Dinger sind ja sowas von extrem schwer. Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber kriegt man die mit dem Hänger, mit der Hand auf den Hänger geladen? Ich weiß es nicht. Also da würde ich mir ja noch vielleicht einen kleinen Hänger wünschen, der das, wo ich langfahre, der das alleine aufnimmt. Die Ballen, das wäre nicht verkehrt. Heini, wenn du da mal was hörst, ne? Probier da mal was so. Jo, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Gras hier. Unsere Tiere was zu futtern haben. So. Ich denke mal, das reicht erstmal für den Anfang hier. Jetzt halten wir das mal wieder an. Stopp. Ausmachen und hoch. Ach nee, das war da hoch. Okay, und dann machen wir das hier aus. Nee, Blödsinn. Meine Herren, ich bin ja durcheinander hier. Machen wir an. Dann muss ich das Rest noch wegsammeln hier. Komm. Ordentliche Arbeit machen wir. So. Stopp. Jetzt machen wir den aus. Fahren wir einfach zum Hof zurück. So. Und dann werden wir uns mal mit dem alten Trecker. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja mehr so der moderne Fan von die Trecker und ja, irgendwie reicht das Geld hinten und vorne nicht. Wenn man sich jetzt den Hänger gekauft hat, den Trecker und das Mähwerk, dann reicht das gerade mal noch vielleicht für den Flug. Ja, und dann wartet auch schon fast wieder. Also muss man wirklich erst mit dem man sollte eigentlich auch erstmal kleine Brötchen backen, ne? Aber da ich ja immer so einen großen Hunger habe, brauche ich große Brötchen. Und deswegen bräuchte ich da mehr Geld. Also muss ich erstmal ein paar Tiere füttern, die ich dann verkaufen kann. Erstmal machen wir den Stall, warte mal, den Stall. Muss ich, kann ich jetzt hier hinfahren? Ich glaube schon, ja. Das halten wir erstmal an. So. Steige ich erstmal aus wieder. So. Oh, nee, ich habe doch mein Lenkrad. Ja, Entschuldigung, mein Lenkrad. Ich habe vergessen mal wieder. So, dann mal die Tür aufmachen. Tür aufmachen. Maustaste. Hallo? Tür. Tür. Okay, also Tür. Sesam, öffne dich. Tut mir leid, aber ich habe es irgendwie vergessen. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich die Tür aufkriege. Ich muss mal zu scheunen. Da hinten, da geht die Tür auf, das weiß ich. Das ist doch linke Maustaste oder Leertaste, oder? Nix, gar nichts. Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Das ist doch hier drüben, muss da die Tür wieder auf, das weiß ich. Oder, warte mal. Ach, X drücken, alles klar, gut. Mann, Mann, alles klar. Oh, erstmal hier, komm. So, jetzt machen wir mal X. So, was machen die Hühner am Stall hier? Hallo? So. Das können wir dann mal rückwärts ranfahren und dann das Gras abladen. Damit die Kühe auch was zu futtern haben. So. Stopp. Langsam, langsam. Nee, nee, so rum, so rum. So. So, stopp und ja, jetzt war ja hier drauf drücken und die Hecktür geht auf.
Oh. Und, ja, da haben wir jetzt den. Oh, ist da jetzt alles drin hier? Okay. Dann fahren wir ja gleich nochmal. Wir halten das mal an. Wir stecken aus. Halt. Lenkrad jetzt, bevor wir. So. Genau. Jetzt werden wir erstmal die Tiere einsperren hier. Erstmal nehmen wir die Schweine. Komm mit Schweinen. Nicht, dass die mir noch irgendeiner klaut hier. Weil die hier. Ey, hierher. Komm mit, komm. Nicht, dass einer denkt, die sind hier freilebend hier. Nö, 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 nö. So geil das mal nicht, ne? So. Ey, was denn hier los? Ich denke, die können hier rein. Hallo? Ah, das jetzt. Warte mal, hier drüben? Wieso gehen denn die jetzt nicht drin hier? Ich mach das einfach so. Laufen die jetzt mal alleine hier drin? Jo, die ist wie ein Komik, du. Komm jetzt schon. Hier lang, komm. Du. Na komm. Aha, da. Na gut, okay, wir lassen die aber hier drin laufen. So. Das ist ja original. Man muss nicht warten, bis das Schwein da ist. Das machen die alle. Hier. Das ist sehr schön. Komm mit Schwein. Jetzt die Tür da wieder zu. Na nu, komm hier. Dann nehmen wir noch ein bisschen Gras hier. Na, die ist doch. Ja, okay. Jetzt können wir mal schnell was rüberrennen. Das bisschen was hinbringen zum Futtern. Ey, Gallo. Der ist auch wieder da. Siehst du. So. Stroh. Hier. Nee, Gras war das. Genau. So. Genau. So. Okay. Dann nochmal. Ich glaube, da haben wir zwei so eine Dinger drin. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich sag jetzt umsonst rennen. Was ist denn jetzt los? So. Hopp. Ja, wenn euch das so gefällt, also das Gameplay, dann mache ich natürlich mal mehr und wir bauen gemeinsam den Hof hier auf, ne? Das wäre ja mal was. So, hier noch was drin, genau. Dann gucken wir mal, was fressen die denn gerne. Hier war doch irgendwo noch eine Ablage. Ja, Stroh und Gras. Okay. Und dann drüben haben wir Sonnenblumen und ja, da brauchen wir noch mal. Jetzt müssen wir mal hier. Erweiterung, na klar. Historisch und Transport. Da haben wir. Nee, den Hänger, den brauchen wir nicht. Den kleinen Mini-Hänger hier. Wo ist denn der? Genau. Mit denen tuckern wir jetzt über den Hof. Ich glaube hier lang. Tür auf. Falls du das nicht weißt. Dann werden wir uns den mal auf den Träger hier setzen. So, jetzt hauen wir los. Dann werden wir uns gleich mal ein bisschen Saatgut noch holen. Ja, die Körner da. Die können wir auf den Hänger dann aufpacken und dann ausfahren. Zum Beispiel für die Kühe und so. Und einmal rückwärts. So.
Seite. Auch Steuerung. Ja, mein Lenkrad. Ich muss da wieder Strom draufsetzen, damit die davon alleine in eine Dings geht hier. Also Mittelstellung. War das so richtig? Ja, sieht so aus. Ja, oder auch nicht. Hallo. Ich glaube, das ist nicht das Richtige, was ich hier gemacht habe. Das passt da nicht an. Okay, halt doch mal an. Na hier zum Beispiel. Da. So, na siehst du. Also. Dann muss ich erstmal einspielen. Aber oh. Das werden wir hier auch noch mal im Auge fassen, dass wir das hier alles auch die Nummer abstellen und nicht so kurz und quer hier auf dem Hof. Die Saatgutkammer war hier hinten. Genau, da fahren wir vorhin. So, stopp. So, Lenkrad weg, alle. Absteigen. Machen wir mal hinten die Klappe auf. Hecktür. Na, siehst du. So, und hier haben wir natürlich auch unser ganzes Saatgut drin, wenn wir mal einen Acker bearbeiten wollen. Hier haben wir den Weizen, den Mais. Düngemittel, dann haben wir hier die Eierschachteln hier, da wo wir die Eier mit und die Milch kann für die Kühe. Was fressen denn die Schweine jetzt da eigentlich? Ich gucke mal schon rüber rein da. Denke mal, das kriegen wir noch hin, wenn wir das jetzt einfach spielen. Da drüben muss ich hin. Also Sonnenblumen, Mais und Weizen. Okay. Da ich Sonnenblumen habe, muss ich Weizen und Mais nehmen. Nehmen wir zwei Säcke. Von jedem. Ja, komm her. Ich finde das auch viel originaler gemacht, dass man das hier alles mal so mit die Hand aufladen muss und auch alles ankuppeln. Das ist original. Gefällt mir sehr. Na los, komm. Hopp. So, zwei Säcke davon. Und jetzt noch zwei Säcke davon. Das ist nicht so einfach gemacht, dass man hier irgendwo drunter fährt und dann ist es voll oder. Ja, das ist nicht so. Hier muss man auch das alles noch voll machen. Mit der Hand. Obwohl, ich glaube, unter der Korndusche kann ich auch die Saatmaschinen auch füllen. Ich meine, das ist natürlich, das ist nochmal real, logisch. Ich kann es aber auch mit der Hand füllen. Was auch real ist. Also ist beides real. Ey! Mach dich auf den Hänger, du. So. Das hätten wir. Jetzt fahren wir mal in den Schweinestall wieder rein. So. Kann ich eigentlich vom Trecker aus jetzt hier eigentlich die Tür aufmachen? Nee, mal gehen wir probieren. Oh. Ja, ey, das funktioniert. Egal, was machst du hier im Stall? Hallo? Oh, so. Ah, stecken wir wieder ab, dann laden wir das mal aus.
Dann haben die Schweine auch erstmal was zu fressen. So. Das legen wir hier oben drauf. Zack. Zack. Oh, komm her. Und drauf gelegt. So. Zurück. Hier nochmal. Und. Zack. Zack. So, das haben wir jetzt schon mal erledigt. Dann können wir nochmal schnell in den Kuhstall fahren und nochmal ein paar Ballen holen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Können wir mal Trecker hier irgendwie abhaken. Freundchen. Genau. So. Schnell rüber und dann wollen wir den Trecker natürlich auch ordentlich abstellen. Ich hier mitten im Weg, wie sieht der noch aus? So, da wir keine anderen Anbaugeräte für diesen Trecker erstmal haben, werden wir den jetzt hier hinten schön gerade an der Seite anstellen. So, das ist aber schnell unterwegs hier. So. Ach, wunderbar, direkt vor der Terrasse geparkt, da brauche ich so weit rauslaufen. Wie ist das so? Muss das sein. Nicht länger, nicht weiterlaufen, wie die Maschine lang ist, sonst ist das Landstreicherei. Das wollen wir ja nicht, ne? So, gut. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über Kommentare freut mich natürlich sehr. Über Tipps hoch. Wie macht ihr das oder wie werdet ihr das anfangen? Habe ich falsch angefangen? Ja, schreibt mir mal. Und wenn ihr mehr von diesem Video sehen wollt, sagt mal Bescheid. Mir würde es mal sehr interessieren. Und über Abos freue ich mich natürlich auch. Ne? Dankeschön. Tschüss.